Vor langer Zeit habe ich einmal einem Verzweifelten meine Telefonnummer auf einen Bierdeckel geschrieben. Er sah so traurig aus und er tat mir irgendwie leid. Kurze Zeit später schon rief er mich an. Kurz darauf rief mich jemand anderes an, der Redebedarf hatte. So ging es eine Weile weiter. Manchmal ist es ja so, dass wir über die ganz tiefgreifenden Dinge eher mit fremden Leuten sprechen möchten. Das heißt, diese Anonymität so ein Stück genießen. Und darum geht's in diesem Buch. Meine Nummer ist mittlerweile der Geheimtipp unter den Verzweifelten der Hansestadt. Wenn sie anrufen, höre ich meist einfach zu, sage, was ich denke und für richtig halte. Und meine Freundin Uli hat mir beigebracht, wie man Karten legt.